Wir arbeiten, um unser Leben zu finanzieren. Und um uns Dinge leisten zu können, die das Leben noch ein bisschen schöner machen. Dabei kommt über ein Arbeitsleben so einiges zusammen. Im Schnitt zwischen 1 und 2,3 Millionen Euro. Was aber, wenn wir nicht mehr arbeiten können? Zum Beispiel wegen einer Krankheit oder eines Unfalls. Das passiert übrigens häufiger, als man denkt. Aktuell sind rund 1,7 Millionen Menschen in Deutschland erwerbsunfähig. Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten es gibt, Ihre Arbeitskraft und Ihr Einkommen abzusichern, wenn Sie nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten können. Denn die gesetzliche Rentenversicherung zahlt nur maximal 30% des letzten Bruttolohns als Erwerbsminderungsrente. So entsteht schnell eine erhebliche Versorgungslücke von 1.000 Euro im Monat oder mehr. 4 Möglichkeiten bieten sich an, privat vorzusorgen. Es gibt die Berufsunfähigkeitsversicherung zur Absicherung des ausgeübten Berufs, den Erwerbsunfähigkeitsschutz zur Absicherung der Erwerbsfähigkeit, den sogenannten Existenzschutz, der sogar dann zahlt, wenn Sie trotz einer Krankheit noch arbeiten können, und die Unfallrente. Sie tritt nach einem Unfall in Kraft. Bei all diesen Versicherungen erhalten Sie im Leistungsfall eine monatliche Rente. Welche dieser Lösungen für Sie sinnvoll ist, hängt zum Beispiel von Ihrem Alter, Beruf und Einkommen ab. Die bekannteste ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Sie sichert Ihren derzeitigen Beruf ab. Wenn Sie also wegen einer gesundheitlichen Einschränkung nicht weiter in diesem Beruf arbeiten können. Die Berufsunfähigkeitsversicherung zahlt, wenn man aufgrund von Krankheit, Verletzung, Kräfteverfall oder bei Pflegebedürftigkeit nicht mehr arbeiten kann. Es ist empfehlenswert, diese Versicherung bereits in jüngeren Jahren abzuschließen. Dann ist sie besonders günstig. Für Menschen, die nicht ihren Beruf, sondern ihre Arbeitskraft absichern möchten, gibt es den Erwerbsunfähigkeitsschutz, der die Fähigkeit zu arbeiten versichert. Also erst leistet, wenn sie weder ihren aktuellen Beruf noch eine andere Arbeit ausüben können. Die Beiträge sind deshalb auch günstiger als bei der Berufsunfähigkeitsversicherung. Auch diese Versicherung schützt Sie bei Erwerbsunfähigkeit infolge von Krankheit, Verletzung und Kräfteverfall. Darum eignet sie sich vor allem als umfangreiche und dabei günstigere Grundsicherung. Diese Versicherungen sichern Ihre Berufs- bzw. Erwerbsfähigkeit ab. Welche Möglichkeiten gibt es noch? Mit dem sogenannten Existenzschutz können Sie sich gegen die finanziellen Folgen eines Unfalls, einer Schädigung des Bewegungsapparates, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs absichern. Er leistet unabhängig von der Fähigkeit, einem Beruf oder einer Arbeit nachzugehen, immer dann, wenn eine körperliche Beeinträchtigung vorliegt. Bei Verlust von Grundfähigkeiten wie Sehen, Hören und Sprechen oder auch im Pflegefall. Außerdem können sich hier sogar nicht berufstätige Menschen versichern. Möchte man sich nur gegen die finanziellen Folgen von Invalidität aufgrund eines Unfalls absichern, so ist die Unfallrente genau das Richtige. Ihr Vorteil? Die Beiträge sind günstiger als bei Absicherung gegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit. Der Überblick zeigt: Jede Versicherung bietet abhängig von der individuellen Situation genau den richtigen Schutz. Bei der Wahl der richtigen Versicherung helfen Ihnen gerne unsere Experten in einem persönlichen Beratungsgespräch. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.arak.de. Arak. Auf ins Leben.